Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, im Xcel Energy Center von St. Paul, Minnesota. Und zum nächsten Spiel unserer Minnesota Wild mit unserem Pro Peter Forsberg Junior gegen die Arizona Coyotes. Und wundert euch nicht, die Arizona Coyotes habe ich in die alten Trikots der Winnipeg Jets gesteckt, weil ich Rot gegen Rot einfach nie ertragen kann. Es beißt sich ein bisschen auf dem Eis und macht mich aggressiv. Darum halt, ja, das Ganze. Und jetzt gucken wir mal, Niklas Backström mit einem Wahnsinns-Save-Percent und schon zwei Shutouts. Einfach nur geil, der Typ. Macht eine Riesensaison bisher, hat unheimlichen Anteil bisher an unserem Sieg. Auf der anderen Seite Mike Smith, erst zweimal gespielt, sah nicht sonderlich gut aus. Seine Statistiken sprechen nicht für ihn. Und ja, bei uns ist es halt Peter Forsberg, der unser Pro ist. Ein Tor, drei Assists in bisher vier Spielen. Ist jetzt nicht so schlecht, könnte besser sein. Letztes Spiel war nicht so gut, aber man kann auch nicht immer gewinnen. Also man kann nicht immer punkten, meine ich. Muss ich auch mal klar sagen. Ach du grüne Neune, jetzt fangen wir gleich unter Druck. Vorsichtig. So, jetzt müssen wir das ausnutzen. Ja, ist gar nicht so einfach. Verzögerte Strafe ist angezeigt gegen uns. Dann Tron bei Matt habe ich hier eben noch gesehen. Chipchura. Ja, aber da laufe ich auch noch am vorbei. Also, die Arizona Coyotes machen hier ernst. Die machen hier wirklich ernst. Und wer geht runter? Halten für Coyle angezeigt. Er ist halt immer so ein bisschen doof gemacht, dass dann immer die erste gegen die dritte Reihe spielt, muss ich ehrlich sagen. Kann man ein bisschen besser lösen. So, die Herren. Koivu klärt den ersten Schussversuch da. Und ein Neuaufbau der Arizona Coyotes über Schlemko, der den Puck reinfährt ins Drittel. Der, ein Pass ins Nirvana. Das ist gut für uns. Neuaufbau für die Coyotes über Stone. Und wir haben schon eine Minute Powerplay überstanden. Garnier kommt jetzt da hinten mit Speed. Bleibt stehen. Achtung, Petka! Oh nein, da ist er drin. 0:1 im Powerplay. Der war sehr offen da gerade und ich bin ja meine Böttger, was? Sie werden es leider erleben. Ja, Micke Böttger. Mist aber auch. Ja, da ärgert sich Koi zurecht. Den hat er mit verbockt. Und jetzt ist es an uns hier wieder für mehr zu sorgen. Und ihr seht es, wir spielen auch ein bisschen weniger gerade. Kommt mir zumindest so vor, oder? Jandl baut neu auf. So, Pominville mit Druck Granlund. Niederreiter. Pominville, Smith. Gute Aktion, unser A-Line hier. Das war ganz gut gespielt. Schade, dass Smith auf dem Posten war, aber man kann auch nicht bei jedem Schuss ein Tor machen, muss man ehrlicherweise zugeben. Tja, das sieht also nach einem Erwachen aus. Jetzt sind wir wieder mit drauf. Und ihr seht hier, die letzten 10 auch die Coyotes, oder beziehungsweise, ja doch, die Coyotes und die Wild mit 3 Siegen und nur einem Loss. Die einen haben in Overtime verloren, wir eben nicht. Ja, was macht ihr denn da? Oh, Leute! Was ist denn in den letzten beiden Spielen hier los? Was machen die denn da? Pfostenschuss! Eieiei! Achtung, wach werden hier! Wir müssen mal aufwachen. Forsberg fordert den Puck, bekommt ihn nicht. Jetzt aber, oh, steht der abseits, der Honigkuchenkopf. So, Achtung! Gut gemacht von Forsberg. Direkt gespielt! Mist. Ja! Nein, vielleicht. Nein, Smith ist da. Schade. Schade, da wäre es fast gewesen. Direkt gespielt auf Coyle, aber dann ist Smith zur Stelle. Gucken wir nochmal. Pass von Forsberg, Coyle ist da. Und dann im Nachschuss kam Cook auch noch dazu. Und der war, gucken wir mal. Ah, haben wir nicht mehr drin. War unglücklich. Auf jeden Fall hat Smith ihn gehabt. Bringt uns auch nicht weiter. Wir sind schon wieder runter. Ein bisschen mehr Spielzeit brauchen wir auch mal wieder. Müssen wir ein bisschen besser für spielen. Keine Frage. Niederreiter. Wir müssen unbedingt in die zweite Reihe kommen. Das wäre geil. Bickel. Achtung, der Torschütze Böttger kommt wieder. Schöner One-Timer eben von ihm zum Führungstor. Diek auch gut gemacht. Scandella ist zum Glück da. Ob da liegt einer. Ich glaube, es war Pominville. Verzögerte Strafe jetzt. Das ist gut. Das ist gut. Niederreiter. Und jetzt gibt es Strafzeit gegen die Yotes. Mal sehen, ob wir mit aufs Eis dürfen jetzt. Wie das passiert, das ist mir jetzt eigentlich relativ pumpe. Da sind wir auf dem Eis in der zweiten Reihe im Powerplay. Sehr schön. Niederreiter schießt direkt. Das müssen wir mal gucken. Niederreiter, ah, oh, spielt er hier rüber. Ich stehe ganz offen, da werde ich ja weich. Da spielt er nicht ab. Och nee, gut. Gott sei Dank, keine Schlägerei hier. Kann man geil gebrauchen.
Leider sind wir schon wieder draußen. Ist ein bisschen schade. Warneck. Warneck, guter Schuss. War das Michalek da hinten, der geklärt hat? Keine Ahnung. Neuaufbau über Spurgeon. Oh wei. Grausamer Puck. Und den klären die per Icing. Das ist natürlich albern. 1:18 noch im Powerplay zu gehen. Kein gutes Spiel unserer Wild. Und ja, wir haben bisher nicht so große Anteile. Haben schon eine gute Chance kreiert. Sind jetzt auch wieder nicht drauf, sehe ich. Nicht schön. Koivu und Warneck bleiben drauf mit ihrer Reihe. Parisi. Zack Parisi. Warneck, der ist drin. Ausgleichstreffer im Powerplay für die Wild. Beide Powerplays also mit Toren. Sowohl für die Arizona Coyotes als auch die Minnesota Wild. Thomas Warneck macht den im langen Eck. Das ist gut für uns. Und Böttger war draußen. Das tut mir natürlich gar nicht leid für ihn. Parisi hat das sehr schön gemacht da. Ja, und da ist Warneck dann natürlich da. Super gemacht. Super gemacht. So, also, hinein ins Match wieder. Wir sind wieder dabei. Und der Schlemko bekommt erstmal gleich hier. Ich weiß nicht, ob das als Bodycheck überhaupt bezeichnen darf, was ich da gemacht habe. So, ah, fast den Stil hier gesetzt. Der geht weit am Tor vorbei. Wir müssen aufpassen. Jetzt holen wir uns den Puck. Jetzt holen wir den Puck. Jetzt ist alles offen da hinten. Wir fahren ihn auch ins andere Drittel. Nein! Jetzt gibt es natürlich eine, die Schnauze, ist ja klar. Aber ich habe es ja entspannt gestellt. Wieso läuft der denn den Abseits da? Meine Fresse, du! Oh, jetzt kriege ich... Ach, okay, wir sitzen beide draußen dafür. Das ist ja lächerlich. Ja, egal, nehmen wir so hin. Das ist auch unsere erste NHL-Strafzeit. Wer sagt es denn? Aber hier ist ja schon ein bisschen lächerlich. Geil finde ich natürlich hier, dass wir hier die Eiskratzer, also die Kratzer auch in der Bande sehen. Das ist schon ziemlich geil gemacht, oder? So, 4 gegen 4 Eishockey ist hier mit zu Ende. Wir dürfen wieder mitspielen. Und, haben jetzt hier auch noch Pech, dass wir da nicht rankommen. Bitter. Nein, es bleibt beim 1:1 nach einem Drittel. Und, jawohl, jetzt haben wir also ein Tor und eine Strafzeit schon in unserer jungen Karriere hinter uns, weil wir nach dem Abpfiff aufs Tor geschossen haben. Na ja, nu, kann ja mal passieren. Also 3:7 Schüsse, wir sind die bessere Mannschaft, da können wir uns nichts von kaufen. Wir waren in L.A. auch unterlegen, was Schüsse anging und haben gewonnen. Daher Hochachtung und weiter so. Hohe Konzentration. Und ich muss leider immer noch mit Matt Cook spielen und das geht mir mächtig auf die Eier. So. Spurgeon, Cook, ja, jetzt müssen wir natürlich neu aufbauen. Oh, verliert den Puck hier. Wirklich unglücklich auch, was ich selber anbiete. Ja, nur spiel den Puck. Alter, was machen die? Die machen mich wahnsinnig mit ihrer Macherei da. So, jetzt aber, komm. Oh, ey, da steht wieder einer im Weg. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin von diesem Gameplay noch nicht begeistert hier. Spiel ihn hier rüber. Nein! So ein Scheiß! Was mache ich denn da? Oh mein Gott. So, jetzt komm. Sutter. Bin frei. Hab den Puck. Rausgediegt. Werde angegriffen von dreien. Egal. Da bin ich eiskalt. Gut rübergelegt auf Coyle. Smith ist da. Hansal kann klären. Jetzt müssen wir, glaube ich, mal runter. Nee, müssen wir nicht. Okay, dann bleiben wir drauf. Wenn die das so wollen. Ja, nur Spiel. Ah, oh, Kelle gebrochen. Kelle gebrochen, uns gibt Powerplay. Nur jetzt ist die Frage, für wen? Eigentlich für uns, ne? Hansal müsste da zugeschlagen haben. Ja. Wunderbar, Powerplay für uns. Aber leider bin ich jetzt schon im gelben Bereich. Das ist natürlich bitter. So bin ich nicht weiter drauf. Das war endlich mal wieder ein bisschen actionreicher jetzt, was wir abgeliefert haben. Und ich bin heiß. Ich möchte gerne wieder mitspielen. Der war gut. Koivu, guter öffnender Puck hier. Koivu ist im Drittel, macht das sehr gut jetzt, wartet auf Ballard. Oh, und der spielt so ein Eido. So, jetzt fordere ich natürlich die Einwechslung. Bin auch da. Oh nein. Doan Garnier, was war denn das jetzt? Ballard. So, Forsberg. Die Kamera dreht sich. Ich werde persönlich wahnsinnig. So, jetzt aber. Ballard, Niederreiter, schade, das war knapp. Oh, und er geht wieder raus. Ja, gibt er den so. Oh nein, da fährt der mich um, Alter. Antoine Vernette fährt dazwischen. Was ist denn das für eine Scheiße? Also mit der Puckforderung komme ich noch gar nicht klar in dem Part. Muss ich ehrlich sagen, in dem neuen Titel hier, NHL 15. Ja, komm.
Jetzt! Nein! Yes! Jetzt ist er drin! Und da sind wir dabei. Niederreiter hat nach den Abpraller genommen und ich bin der Meinung, ein Torschütze war dann wieder anders. Egal, wir haben den vorgelegt mit. Ah, Mist, da war noch einer dazwischen. Aber ich hoffe, das zählt, dass das ist. Wir sehen es ja gleich. Gucken wir nochmal. Forsbergs Pass, Niederreiter. Ja, wer war es denn jetzt am Ende? Ich weiß es gar nicht. Gucken wir mal. War ein Hit Granlund, oder? Es war Granlund. Jetzt müssen wir nur gucken, wer den Assist gekriegt hat. Es wird nicht angezeigt. Das ist ja interessant. Tor, Niederreiter. Jetzt werden wir es ja sehen. Powerplay-Tor, Forsberg und Ballard. Na, also, wir haben den Assist bekommen. Das ist viel wichtiger als fast alles andere heute, dass wir einen Assist dabei gesteuert haben. Im Powerplay vor allen Dingen. Au, das war knapp. Achtung! Oh! Alter. Alter, vorsichtig hier. Pickel. Cook. Cook wartet, der weiß eh nicht, was er machen soll. Was macht der Cook? Das ist total dämlich, dass ich nicht Center genommen habe. Warum habe ich nicht Center genommen? Ich bin selber schuld. Ich hätte Centern sollen, das kann ich wenigstens. Coyle. Gut gemacht von Coyle. Jetzt muss er spielen. Hab ihn. Extrem, oh, Extrempass von Forsberg. Zweiter Assist. Extrem gut gesehen da. 3:1 für die Wild. Und das müsste dann Cook gewesen sein, wenn Coyle den mir gelegt hat. Oh, extrem bad Cook. Da ist es. Forsberg und Coyle. Das war ganz stark gesehen von unserem Pro. Guck mal. Bam. Und ganz stark auch von Cook dieses Mal eingenetzt. Sehr schön gespielt. Jetzt läuft es doch ein bisschen besser hier. Und ich nicht glaube, dass wir so schnell die Torgötter werden, weil wir einfach noch keine Schusskraft haben. 6 Minuten noch zu gehen im zweiten. 3:1 für die Wild. Wir sind nah am 4. Saisonsieg, wenn wir konzentriert weiterspielen. Scandella. Die A-Line jetzt. Kann nachlegen über Zach Parise. Oh, der ist ganz offen da. Fehler gewesen von, von der kompletten Hintermannschaft. Aber Parise kann sie ausnutzen. Moss. Antoine Vermette. Der ist gefährlich. Spielt in den Rücken. Stone. Scandella kann klären. Koivu, der Konter. Jetzt ist endlich wieder Eishockey. Schnelles Tempo wechseln. Das war abseits. Ja. 2 Minuten 28 noch. Und das war abseits. Egal. Weiter geht's hier. Oh, wir sind wieder auf dem Eis. Das heißt immer was Gutes. Und guckt euch jetzt an. Keith Yandle mit 19 Minuten Eiszeit mittlerweile. Das heißt, er war einfach die Hälfte des Spiels drauf. Aufpassen. Oh nein, das war Pech. Und da war da, die Fanghand von Backström war da. Forsberg bekommt den Puck. Löst die Situation sehr gut. Coyle. Und Forsberg. Aha. Pech gehabt. Rebound kommt nicht an bei ihm. Martin Erath. 4 Sekunden. Das Drittel ist rum. Backström hält dicht. Und wir helfen vorne mit, dass es klappt. So ist, glaube ich, das Credo in diesem Spiel bisher. Sehr, sehr schön. Gucken wir nochmal, ob wir das jetzt nochmal sehen. Ne, das sind jetzt die ganzen Highlights. Ne? Die nehmen wir heute mal mit in dem Part, weil ich meinen Schluck Kaffee noch trinken möchte. Und das Publikum ist einfach gut gemacht. Ganz stark hier, Backstream, wie er den gehalten hat. Und der hier, Alter, da habe ich mich noch reingeworfen. Habt ihr vielleicht noch gesehen da eben. Ja, und unser Tor hier, wir, unsere Pause, also unsere Assists, boah, langsam, machen den Unterschied. 9:12 Schüsse. Also wir führen auch in der Schussstatistik mittlerweile wieder. Haben wir ja eigentlich, ne, oder wir haben sie beibehalten, so rum. So, letztes Drittel, liebe Freunde. Forsberg und Co. wieder auf dem Eis. Und ich würde mal sagen, wir haben die besten Karten derzeit. Mist. Puckverlust gegen Yandle hier, Chipchura, Ramat. Also ich habe auch noch so meine Probleme, so die Jungs richtig zu checken, weil die lachen sich eher tot. Das ist eher Streicheln, glaube ich. Chipchura, gut gelegt eigentlich, dachte ich. Ah, gut weitergespielt. Alles offen. Ey, ich bin schon wieder aus dem Drittel rausgefahren, aus Versehen. Ramat, jetzt haben wir den Puck. Jetzt haben wir ihn, konnten ihn gut behaupten. Nein. Coyle. Na! Oh, guck. Oh, das war bitter. Da ist die Kameradrehung manchmal total dämlich, weil du einfach gar nicht weißt, was der da will. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich fahre schnell wechseln, weil ich an der Bande stehe. Aber das war wirklich dämlich. Habt ihr gesehen, die Kamera dreht in dem Moment, dann habe ich überhaupt keine Übersicht mehr. Also, kann mir bitte einer sagen, wie ich die Scheiße ausstellen kann? Da wäre ich echt dankbar für. So, nächster Angriff der Wild hier über Cook, der noch drauf ist. Und Smith hat ihn sicher. Gibt Bulli im gegnerischen Drittel. 12 Minuten noch zu gehen. Wir führen mit 2 Toren. Das sieht sehr, sehr ordentlich aus.
Wir haben ja auch 2 Assists gegeben, also absolut auch dieses Mal mitbeteiligt an der ganzen Geschichte. Und Backstrom ist Mann des Tages. Martin Hansal mit 6 Minuten Eiszeit, das ist nicht so viel. Haben sogar wir mehr. Bickel! Schade. Und den Dreierschnitt hält ja Smith, der hat ja auch wieder 3 gekriegt jetzt. So, Bickel hintenrum, Abseitswarnung, genau, über Warnek. Oh, was macht Warnek denn da? Das war ja eigentlich eher typisch so für meine Reihe. Sich gegenseitig wehtun, Missverständnisse machen. Scandella, Bickel. Oh, ich hätte echt gerne mit Granlund zusammengespielt in der Reihe. Das ist natürlich geil, ey. Warnek. Was kommt jetzt noch? Was kommt jetzt noch? Warnek legt ab. Parisi, Koivu, Warnek. Smith ist da. Aber weiter Druck. Warnek, Scandella, Koivu. Smith ist da. Smith ist Tor mit der Schlacht für die Arizona Coyotes. Und Böttger läuft den Konter mit Shane Doan zusammen. Den großen alten Mann. Und da ist er drin. Verkürzen die Arizona Coyotes das Spiel auf 2-3. Shane Doan hat abgelegt. Ich weiß nicht, wer das Ding dann reingezimmert hat letztendlich. Da ist er. Martin Hansal, gerade gesagt. Mit Böttger und Doan zusammen. Ja. Den kann man mal so machen. Wären die Jungs mal wechseln gekommen? Naja gut, das heißt nicht, dass wir es verhindert hätten. 6 Minuten noch zu gehen. Eine spannende Schlussphase steht an. So, Forsberg hat den Puck. Oh, weggecheckt hier wieder. Das meine ich ja von Murphy. Also da bin ich echt noch ein bisschen dumm. Ein bisschen naiv teilweise, wie das laufen ist. Wie diese scheiß Kameradrehung. Das nervt mich so übel. Ich weiß, jetzt guck dich an. Da weißt du gar nicht, wo du bist. Das ist so hohl. Ah, das macht mich irre. 4 Minuten noch, gut gehalten, wahrscheinlich. Ich habe es ja nicht gesehen von Backström. Mann, ey. Diese Kamera macht mich irre. So, jetzt müssen wir hier raus. Genau, jetzt können wir da hinspielen. Guck. Nein. Scandella. Wir kommen nicht klar. Fehlpasst anscheinend. Ich sehe schon wieder nicht, wo der Puck ist. Und jetzt kloppen sie sich. Macht das nicht. Kloppt euch doch nicht. Ich versuche dazwischen zu fahren. Nein, lass es doch. Matt, guck, du gehirnloser Rabe. Mein Gott. Er will sich unbedingt schlagen. Soll er es tun? 2 Minuten 44 auf der Uhr. Bis dahin können wir wenigstens wieder ein bisschen Kraft tanken. Ich gehe vielleicht mal den Schiedsrichter fragen, ob wir einen Kaffee trinken nach dem Spiel und mal drüber reden, ob wir noch ein Tor gut geschrieben können. Aber er läuft vor mir weg hier. Schiebe ich an? Guck mal. Ich schiebe den an. Alter, Rocky 13 in Runde 7. Was ist denn jetzt hier los? Was macht ihr denn da, Alter? Ja, also, es geht doch. Haut euch doch zweimal richtig auf die Murmeln und dann fallt ihr auf beide um. So, gibt ja Energiezuwachs für unsere Reihen. Das ist schön. Mir aber eigentlich auch vollkommen wurscht. 2 Minuten 44 zum Sieg. Das ist mir viel wichtiger. Doan und Cook auch noch. Shane Doan. Eben habe ich ihn noch beschimpft. Jetzt ist er drauf. Also, 4 gegen 4 Eishockey. Und das ist immer so eine Sache. Ah! Nein, da ist er drin, 2 Minuten 10. Und ich habe den Dach geahnt und komm nicht hin. Hansal macht ihn. Nein, ich komme nicht hin. What the fuck, ey. Martin Hansal, Doppeltorschütze. Und ich komme nicht hin. Das ist ja so bitter. Korpikoski sah das so unathletisch aus in dem Fall, will ich mal sagen. Da ist er wieder, Korpikoski. Hansal. Junge, die kommen ja hier richtig auf im letzten Drittel. Oh wei, jetzt sind wir mit 3 Mann hinterm Tor. Gut, jetzt Spiel. Oh! Sorry, dass ich jetzt so laut da reinschreie, aber das ist ja so hohl. Wieso kriegt er den Puck aus 3 Metern nicht an den Mann da? Jandl. Ich fordere den Puck und kriege ihn nicht. Das meine ich. Jetzt sind wir bei 5 gegen 5, 37 Sekunden zu gehen. Und wir kriegen den Puck nicht da raus. Das kann nicht sein. Böttger ist frei und er ist drin. Was für ein Scheißpass da oben. Meine Güte. Was für ein Scheißpass. Ja, von Sutter, glaube ich, genau. Und Böttger macht sein 2. Tor und entscheidet wohl 30 Sekunden vor Schluss das Spiel. Ich glaube das ja nicht. Da spielt er so einen Dreckspass. Oh mein Gott, ey. Ja, da sind wir weiter drauf. 32 Sekunden. 3-1-Führung aus der Hand gegeben. Das musst du erstmal hinkriegen. Ganz ehrlich. Und Böttger ist wieder da. Erat. Nein! Ich glaube, dass ich jetzt pfeift der Powerplay gegen mich. Oh mein Gott. Was eine Scheiße. Ja, was eine Scheiße. Jetzt ist das Ding wohl durch. Ja, war halt 100% Risiko. Entweder habe ich den Puck oder er liegt, ne? Aber das Spiel haben wir vorher verloren, weil wir gepennt haben da zweimal. Jetzt ist es vorbei.
Das ist dann wohl die erste Saisonniederlage nach regulärer Spielzeit für uns. 11 Sekunden auf der Uhr. Oh, wie bitter, ey. Oh, wie bitter. Richtig, richtig bitter. Da habe ich schön gepennt in dem Moment. Mann, Mann, Mann. So, das Spiel läuft aus. Keine Chance mehr für uns. Schade. Leeres Tor. Das wird jetzt auch nicht mehr rausreißen. Schade, wir verlieren hier unser Heimspiel. Total dumm und dämlich, muss ich ehrlich zugeben. Am Ende wieder zweimal mit auf dem Eis. Ganz toll. Sieht natürlich wieder gut aus. Tja, leider verloren. Leider nichts gewonnen. 17 Schüsse zu 16 Schüsse. Wir haben es nicht hingekriegt. Wir waren in den entscheidenden Momenten nicht da. Trotz zwei Assists können wir die Niederlage hier nicht verhindern. Aber das 2-3 war entscheidend. Da hätte man wechseln gehen müssen. Das haben sie auch nicht getan. Ja, und dann eben, da kann ich das Tor nicht verhindern, weil ich nicht hinkomme. Das war schade. Den Ausgleich, glaube ich, war das bei 4 gegen 4. Ja, jetzt waren wir im Ladebalken. Und ihr seht, ich bin ein bisschen enttäuscht jetzt, weil das war einfach unnötig. Und jetzt geht es gegen Tampa darum, mehr zu machen. 5 Assists haben wir jetzt und wir können leider immer wahrscheinlich noch nichts tun hier. Ich würde echt gerne den Deke verbessern. Also Puckbeherrschung, aber da ist immer noch nichts drin, glaube ich, mit dem Pub. Ja, passen und Puckkontrolle. Also Kontrolle haben wir ja. Aber Kontrolle verbessern wir. Das ist gut. Das kann man machen. Das nehmen wir mal mit. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part mit neuer Kraft gegen die Tampa Bay Lightning. Die bei 6-1-0 stehen. Das heißt, die sind natürlich sehr gut in die Saison gekommen. Mal gucken, was wir gegen die ausrichten können. Ich freue mich drauf. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und lasst doch ein Abo da und verpasst keine Folge mehr. Dann sind wir ja alle ein bisschen froher, wenn die Community wächst und wächst und wächst. Ich danke fürs Zuschauen. Ciao. Und haut rein.